Ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal. Freunde, jetzt geht's aber langsam wirklich los. EA hat die ersten Ratings veröffentlicht für FIFA 17. Ich habe die ersten gar nicht mitbekommen, die ersten 10, aber jetzt sind die ersten 20 für mich schon da. Und ich muss sagen, what the fuck. Morgen kommt dann noch mal die Episode Rating Predictions, die letzte. Aber da sind ja nicht unbedingt diese extremen Top-Spieler drin. Trotzdem, wow, also das, was man bisher sieht, ist absolut krass und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen darüber labern und Bewertung abgeben. Links in der Videobeschreibung, guckt euch die Karten da an, ich werde sie hier nicht einblenden. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht, ich kann es nicht garantieren, aber ehrlich ist aber auf jeden Fall in der Videobeschreibung, also guckt da auf jeden Fall vorbei. Könnt da sowieso vorbeischauen, IG Vault 20% Sommerrabatt, 6% mit meinem Rabattcode nochmal für die letzten FIFA 16 Coins, für die letzten Pack Openings, für die letzten Spieler, die ihr ausprobieren möchtet. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Amazon und so weiter und so fort, einfach mal vorbeischauen. Gut, also wir starten durch. Erster Spieler, 86, Blaise Matuidi. Kann man so sehen, ist in gewisser Weise vernünftig bzw. nachvollziehbar, denn der hat bei PSG extrem starke Leistungen gemacht die letzten Jahre und war einer der Führungsspieler im Mittelfeld, dementsprechend ist in Ordnung. Letzte Saison hat er 85 viele Informs, also 86 in Ordnung. Dann Marcelo, auch eine 86, sehr schön, vielleicht machen sie genau das, was ich gesagt habe, was ich gerne hätte, dass die Außenverteidiger auch mal auf ein höheres Level gehoben werden. Scheint zumindest, so wenn man denkt, dass Marcelo zumindest letztes Jahr, glaube ich, 83 hatte. Sieht schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen, die Karte gefällt mir, auch wenn er in meinen Augen ein bisschen zu langsam ist mit 79 Tempo. Aber naja, so, kommen wir zur nächsten Karte. Aubameyang hat auch eine 86, das ist krass, hätte ich nicht gedacht, aber er ist verdient nach seinen Leistungen. 96 Tempo, 84 Shooting, richtig, richtig krass, kann man auf jeden Fall so machen. Dimitri Payet hat auch eine 86, nach seinen Leistungen für West Ham und natürlich auch gerade für Frankreich bei der EM definitiv verständlich. 87 passen, 87 Dribbling, aber leider Gottes Ding ist Mittelfeld, hoffentlich bleibt das nicht so. Aber selbst wäre eine absolut geniale Karte. Robben 87, auch komplett nachvollziehbar. 86 Tempo, 90 Dribbling, 85 Shooting, 81 passen. Sieht schon sehr, sehr stark aus. Kann man auf jeden Fall so lassen. Immer noch Forster Weakfoot, Zweistein Weakfoot, Forster Skills. Kann man machen. Sieht gut aus. James Rodriguez bleibt bei einer 87. Auch das ist total nachvollziehbar. David Silva geht zurück auf eine 87. Liegt wahrscheinlich an seiner Verletzungsanfälligkeit, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sind 68 Tempo. Also das ist ein bisschen übertrieben, finde ich, gerade als linker Mittelfeldspieler. Ich hoffe, der wird zum Zehner gemacht. Weil er ist Zehner, ja, er spielt Zehner bei City, ist linker Mittelfeldspieler, somit leider vollkommen unbrauchbar, aber sieht sehr, sehr stark aus. Karim Benzema, 87 ebenfalls, sieht auch stark aus, 82 Dribbling, 84 Shooting, 81 Tempo, Forster Weakfoot und Forster Skills hat er sich nach seiner Leistung letzte Saison auf jeden Fall verdient. Dann Arturo Vidal, eine 87, ein kleines Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr, für mich im Team of the Year auf jeden Fall ein Kandidat, 84 Defending, 84 Physis, er hat nur insgesamt 2 Stats, die unter 80 sind und auch nur insgesamt 4 Attributpunkte, also das geht auf jeden Fall, der wird relativ schnell sein Hüllet Gang Membership bekommen. Sieht sehr, sehr stark aus. Und 41 ist dann Sergio Busquets. Und auch den kann ich ja definitiv da stehen lassen. Für mich der beste Sechser, den es gibt. Reine Sechser, auch sehr, sehr langsam. 42 Tempo nur. Aber 83 Defending, 81 Physis, 79 passen. Sieht schon in Ordnung aus. Also, da noch keine wirklichen krassen Überraschungen beziehungsweise nichts, wo ich sagen würde, ist unverdient. Kann man auf jeden Fall alles so rechtfertigen. Jetzt kommen wir mal zu 40 bis 31. Und da habe ich ehrlich gesagt noch nichts gesehen, abgesehen von Handanovic mit einer 87 nach seinen Leistungen die letzten Jahre auf jeden Fall angebracht. Er ist einer der besten Keeper und das zeigt ihr jetzt auch ganz eindeutig mit dem Statement, dass er hier eine 87 bekommt. Inter hat ja auch klasse eingekauft, wird wieder ein bisschen mit Juve konkurrieren, zumindest wollen sie das. Ich glaube, sie sind nicht gut gestartet. Nee, gegen Kiew haben sie verloren. Ich weiß nicht, wie es dieses Wochenende war, aber naja, kann man auf jeden Fall rechtfertigen. Hummel 87 auch in Ordnung. Thomas Müller 87 ist für mich zu wenig ein Punkt, aber mein Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr dazu ist er wieder Mittelstürmer, sieht an sich ganz stark aus, auch wenn er nur ein Stat über 80 hat, was ich ein bisschen nicht nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt, mit Shooting 83 ist in meinen Augen noch viel zu wenig, weil der kann Longshots, der kann zum 16er, der kann Kopfbälle, verstehe ich nicht ganz, aber gut. Angel Di Maria, 87, auch in Ordnung, er hat sich bei PSG deutlich gesteigert, letzte Saison hat er ja nur 85 gehabt zum Anfang von FIFA 16, was auch in Ordnung war, weil er nicht so stark gespielt hat, beziehungsweise nachgelassen hat bei Man United auf jeden Fall, aber letzte Saison bei PSG dann wieder sehr, sehr stark gewesen und auf jeden Fall bei der 87er-Karte sehr, sehr gut dargestellt, 87 Tempo, 87 Dribbling dazu, noch 79 Shooting, 84 passen, gefällt mir sehr, sehr gut als rechter Flügelspieler. 36, Alexis, auch eine 87er-Bewertung, letztes Jahr hat er, meine ich, 86 gehabt. Kleines Upgrade, was aber auch angebracht ist, weil er einfach bei Arsenal extrem gute Leistungen gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und
absolut der Führungsspieler und der entscheidende Spieler ist. Wenn er nicht gut spielt, ist Arsenal meistens auch nicht so gut. Er kann Spieler entscheiden, das zeigt er immer wieder. Dementsprechend die 7 macht sie auf jeden Fall in Ordnung. Momentan ist er der Stürmer bei Arsenal. Ich denke aber, linker Flügelspieler bleibt in Ordnung. Jetzt kommen wir zu einer größeren Überraschung, und zwar hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen. Ivan Rakitic, 87, das ist krass. Hat er sich aber verdient, muss man ja ganz ehrlich sagen. Er hat letzte Saison extrem stark gespielt mit Barca, war einer der wichtigsten Spieler und hat sich extrem weiterentwickelt. Nochmal von seinem Wechsel oder seit seinem Wechsel von Sevilla zu den Katalanen. 86 passen und 84 Shooting. Sieht sehr, sehr stark aus. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Freut mich für ihn, dass er dieses Rating bekommt, was auch angebracht ist, was er auch verdient hat. Und dass er nicht irgendwie nur 85 gewackt wurde, nur weil er Rakitic ist und er ist eine Saison bei Barcelona spielt. Freut mich für ihn, kann ich auch nachvollziehen. Finde ich in Ordnung. Ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber auf jeden Fall kann man es rechtfertigen und ich finde es persönlich sehr, sehr gut. Dann Jan Oblak, 87. Das ist krass. Das ist ein absolutes Statement von EA. Allerdings ist es auch vollkommen angebracht. Oblak hat bei Atletico richtig kranke Leistungen gebracht. Ist ein super Keeper, ist noch relativ jung, mit gerade mal 23 Jahren. Und ich denke mal, der wird doch die nächsten Jahre noch einiges von sich hören lassen. Mal sehen, ob er bei Atletico bleibt oder nicht. Die haben jetzt zum Saisonauftakt nicht so stark gestartet. Mit 2 Unentschieden gegen 2 Aufsteiger. Aber trotzdem kann man es auf jeden Fall rechtfertigen. Sein 87er Rating ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber aufgrund seiner Leistungen. Wie gesagt, wenn man das ganze Rating alles so anhebt und nicht nur so die große Differenz zwischen den Keepern und Neuer haben will, ist das in Ordnung. Dann Leonardo Bonucci, 87. Auch das eine große Überraschung für mich. Auf einem Level mit Chiellini. Ich sehe die beiden auf einem Level vom Können her. Bonucci hat es auf jeden Fall verdient, aber auch das ist ein großer, großer Sprung. Ich finde super, dass EA das gemacht hat. Ich finde super, dass EA definitiv die Ratings nochmal ein bisschen hochpusht und sagt, ja, Bonucci hat es einfach verdient, höher bewertet zu sein. Und ungefähr auf einem Level mit Chiellini. Von daher definitiv angebracht. 70 Tempo, 87 Defending und 81 Physis, sieht krank aus. Dann kommen wir zu David Alaba und ich habe es gesagt und es ist passiert, 87. Das passt, ja, das passt. Er ist nicht der allerkrasseste Verteidiger. Es gibt Verteidiger, die besser sind, in meinen Augen. Boateng beispielsweise, weil Verteidiger muss man als Gesamtheit sehen. Aber dass Alaba der beste Außenverteidiger wohl sein wird, ist auf jeden Fall angemessen. 86 Tempo, 83 Defending, 83 Dribbling, 81 Passen, 73 Shooting, 73 Physis und der kann halt einfach alles. Der kann auch Sechser spielen und so weiter und so fort. Dementsprechend, weil er halt keine so wirklich feste Position hat, auf der er so komplett überragend ist, abgesehen davon, dass er der beste Außenverteidiger ist. Es ist die 7, hat sich auf jeden Fall angemessen. Ich freue mich extrem für ihn. Und ja, einer der meistbeliebten oder der beliebtesten Spieler der Bundesliga hat jetzt auch mal ordentlich einen Push bekommen. Und dann die 31, und das ist eine richtig kranke Überraschung, aber auch die finde ich ganz ehrlich angemessen und gut. Hugo Lloris mit einer 88. What? Also krass, wirklich krass. 90 Reflexe, 87 Diving, 87 Handling und 82 Positioning. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, kann man so lassen. Der hat letzten Sommer in den Spurs überragend gespielt. Der hat ja die krasseste Defensive der Liga, so ziemlich mit Vertonghen, Alter Weyreil und Lloris halt in dem Kasten drin. Dazu Außenverteidiger Walker und Rose, die ja nun auch alles andere als schlecht sind. Kann man auf jeden Fall so machen, ist dazu auch bei AM sehr stark gewesen. Ich finde es halt krass, dass man jetzt so den Push gleich richtig in die Höhe treibt. Lloris hatte, glaube ich, letztes Jahr 86 oder 85, jetzt 88, nah an der 90 dran. Ich frage mich jetzt, was Neuer bekommen wird, weil da kommt noch ein De Gea. Und das sehe ich so ein bisschen als kritisch an. Ich denke mal, Lloris wird der zweithöchst bewertete Keeper sein. Nee, der dritthöchst bewertete, weil Buffon muss auch noch kommen. Und Buffon ist für mich momentan der beste Keeper der Welt, ja, mit De Gea zusammen. Neuer ungefähr auf einem marginal dahinter, da werden jetzt wieder alle sagen, maximal von sich, bla bla. Ich sehe es halt momentan so. Ich finde De Gea und Buffon momentan stärker, vor allem, weil sie auch mehr zu tun bekommen als Neuer bei Bayern. Und ja, Neuer war auch bei AEM ab und zu mal sehr unsicher und das finde ich, hat beispielsweise in De Gea recht selten, Buffon eigentlich gar nicht mit seiner Erfahrung und ja, ich habe auch mit meinem Kumpel Lukas da mal drüber geredet, für uns ist Buffon der beste Keeper so ziemlich aller Zeiten und genau das gleiche ist es eigentlich mit De Gea, der ist momentan der Keeper mit dem größten Potenzial noch, weil der immer noch jung ist, mit 25 glaube ich oder 24. Also krass, aber Lloris auf jeden Fall 88, kann man so lassen. Ich bin gespannt auf die nächsten Ratings. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ob Neuer wirklich 94 bekommt, wie es in der Demo war. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich fände es auch vollkommen übertrieben. Vor allem, wenn er höher bewertet ist als Ronaldo. Das ist einfach lächerlich. Weil, ganz einfach, Ronaldo und Messi sind nochmal ein anderes Level von der Reputation, vom Können her, von der Wichtigkeit für das Team und so weiter und so fort. Neuer hat in meinen Augen nicht viel mehr Wichtigkeit für Bayern als ein Müller oder ein Boateng. Ronaldo und Messi haben eine extreme, extreme Wichtigkeit für Barcelona und Real Madrid. Sehe ich zumindest so. Denkt ihr, dass Neuer auf dem gleichen Level sein sollte wie Ronaldo und Messi? Ich bin gespannt, schreibt mir in die Kommentare. Ich persönlich denke nicht, aber vielleicht könnt ihr mich überzeugen. Wobei, ne, überzeugen könnt ihr mich nicht. Aber ihr könnt ja eure Meinung trotzdem gerne darstellen, denn Meinungsfreiheit herrscht. Ja, jeder darf seine eigene haben und jede einzelne Meinung ist okay. Man muss sie nicht nachvollziehen können, aber man muss sie respektieren und akzeptieren können. Und das ist das Wichtige. Beleidigungen gehen übrigens gar nicht. Jede Beleidigung unter diesem Video wird geblockt. Gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Meinung, wie gesagt, in den Kommentaren. Links aus Check in der Beschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein.
und ciao.